Yawm al-Qiyamah, wird es einen dunklen Tag geben. Dieser Tag, Yawm al-Qiyamah, der Tag der Auferstehung, wird voller Finsternis sein. Und jeder Diener ist verpflichtet, über die Brücke As-Sirat hinwegzugehen, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Und jeder von euch muss über diese Brücke hinweg. Und es ist eine Brücke, die ist über die Kanten von Jahannam, vom Höllenfeuer geschlagen. Und wenn man darunter fällt von dieser Brücke, liebe Geschwister, dann fällt man 70 Jahre tief im Höllenfeuer. Und Allahu alam, was Allah auf diesem Boden des Höllenfeuers alles gelegt hat. 70 Jahre tief. Möchtest du 70 Jahre tief fallen? Und während du fällst, wirst du gebraten und gegrillt, denn du bist bereits schon im Höllenfeuer. Allah Azza wa Jal, er wird diese Brücke über Jahannam schlagen. Diese Brücke heißt As-Sirat, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat zu uns beschrieben, dass diese Brücke dünner als ein Haar ist und schärfer als ein Schwert ist. Subhanallah al-Azim. Schaut mal, wie gewaltig diese Sache ist. Und dann werden die Diener über diese Brücke laufen. Es wird völlige Finsternis an diesem Tag herrschen. Und jeder braucht Licht an diesem Tag. Jeder erstrebt das Licht. Denn wenn er kein Licht vor sich hat, wie soll er diese Brücke bestreiten? Aber subhanallah al-Azim, Allah wird dir nur so viel Licht geben, wie du auch in dieser Dunya gehabt hast an Rechtleitung. Dieses Licht an Rechtleitung in der Dunya, das wirst du übertragen bekommen auf die Akhira, auf dieser Brücke. Deswegen werden diejenigen, die hier das Gute gemacht haben, die Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht haben, wallahi al-Azim, sie werden es sein, die die Brücke schnell überschreiten werden. Die anderen, wal-iyadu billah, es gibt Leute, die über diese Brücke gehen, sie laufen 2 Meter, dann fallen sie, dann laufen sie wieder, dann fallen sie, liebe Geschwister, wirst du so einen Zustand haben. Bei Allah, wenn du über eine Brücke bist, die nur über dem Meer geschlagen ist, und das ist 100 Meter hoch, über dem Meer, und es ist völlige Finsternis, wie willst du über so eine Brücke schon gehen? Was denkst du dann über die Brücke von Jahannam? Wenn du genau weißt, wenn ich runterfalle, falle ich tief und ich werde keinen Helfer haben. Wer soll dir an diesem Tag helfen? Du bist ein Muslim, du bist ein Mu'min und du erstrebst dieses Licht von Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Welt. Also tue was dafür. Oder du wirst in vollster Finsternis schon hier in dieser Dunya sein. Wallahi al-Azim. Sagt man, ich kann vor mir sehen. Wallahi, du bist blind. Wallahi al-Azim, du bist blind. Du bist blind in deinem Herzen, also hast du vor dir eine völlige Dunkelheit, so dass du nicht deinen Weg kennst. Schaut mal. Wir sehen doch viele Menschen, die kennen diesen Weg nicht. Die wollen diesen Weg nicht bestreiten. Ganz gleich, wie oft du mit ihnen redest. Ha? Sie tun ihre Finger in die Ohren und sie sagen dir, wir werden alle Barmherzigkeit von Allah bekommen. Das ist einer, den Shaytan in das Ohr geflüstert hat, dass er ein Sieger sein wird. Aber bei Allah, der ist bereits schon ein Verlierer, weil er auf Shaytan vertraut und nicht auf Allah. Subhanahu wa ta'ala. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren.